Hey ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja. Es ist nicht einfach, irgendwie auf Elektronik zu stehen. Es ist keine einfache Sache. Weil irgendwann kommen immer solche Leute, die da aus irgendeinem Teil von der Elektronik Kommerz sich schlagen wollen. Ja, gut. Was will ich euch erzählen? Worum geht's? Und warum habe ich diese furchtbare Wimper dazwischen an meinem Auge? Es ist keine Wimper, es ist ein Riesenhaar. Gut, hätten wir es auch geklärt. Ja, es ist wie folgt. Ich brauche einen PC, weil ich einen brauche. Ich kann euch das jetzt nicht genau erklären, weil hat gerade viel zu. Ist ein riesengroßer Kuhschwanz. Glaubt mir. Ich sag, lange Geschichte. Und die Kurzfassung ist, ich brauche eben einen. Und jetzt hab ich überlegt, was würde ich gerne mit dem PC machen? Und da bin ich drauf gekommen, ich würde gerne Spiele damit spielen können, auch mitunter. Ja, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Zurzeit, jetzt gerade, ist es so, dass Grafikkarten wirklich übertrieben teuer sind. Wirklich übertrieben, übertrieben, übertrieben teuer. Und die sind nun mal ein sehr wichtiger Teil, wenn man nun mal mit einem PC spielen möchte. Und ja, also bin ich in die Untiefen des Internets gegangen und hab mich mal rausfinden wollen, warum ist das denn überhaupt so? Und dann habe ich eigentlich auch eine Antwort bekommen und ich muss zugeben, diese Antwort macht einen stinkig. Also sie macht mich nicht persönlich, ich bin deswegen etwas verkniffen. Und zwar ist es wie folgt, dass es im Moment so ist, dass ganz viele Grafikkarten gekauft wurden, in PCs eingebaut wurden, um damit Bitcoin zu schürfen. Ja, also ich kann euch das jetzt nicht genau erklären, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall braucht man dafür einen PC mit einer guten Grafikkarte und dann lässt man das Programm durchlaufen und dann bekommt man über die Zeit hinweg irgendwann einen Bitcoin. Und ja. Und deswegen werden gerade die Grafikkarten für Leute, die für alles Mögliche andere, zum Beispiel also für die Arbeit an Grafiksachen, also zum Filme schneiden oder zum Spiele spielen oder zum flüssig Filme angucken können auf dem PC, nicht mehr erschwinglich. Und sowas kotzt mich so derben an, wenn irgendwas wenn es was ist, was durch künstliche Verknappung teurer wird zum Beispiel, oder wenn etwas ist, was zum Beispiel nur ein gewisser Teil sich noch leisten kann, ich mag es gar nicht. Ich finde es immer so bescheuert, wenn man Sachen hat, wo Leute, wo was eigentlich für mich persönlich ein Recht wäre, dass jeder es haben darf und jeder ein Recht darauf hat, dass es dann einfach nicht mehr da ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von Grafikkarten. Ich spreche jetzt auch so zum Beispiel von vor ein paar Monaten. Da war ja Klopapier das große Rennen drauf. Und da konnte man sich fast, da war das Klopapier ständig weg. Und da haben auch teilweise die Supermärkte extrem preislich aufgeschlagen, weil es eben ging. Meine Mama sagt immer so gerne: Oh Gott, Nachfrage regelt den Preis. Und ja, bestimmt, aber ganz ehrlich, ich finde, wenn es um Sachen geht, die wichtig sind, zum Beispiel selbst Klopapier oder Medikamente, dann sollte man da zum Beispiel, selbst, finde ich, sollte es da eine Regelung geben, dass das nicht erhöht werden darf. Weil es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel kein hohes Einkommen und die können dann, und für die ist dann ein Klopapier, wenn es nur 1 Euro teurer wird, zum Beispiel ist eine Sache, die sie sich schon fast nicht mehr leisten können, weil es nicht mehr ins Budget reinpasst. Und ja, ich finde es einfach für mich persönlich, ja, ich finde es einfach furchtbar, wenn solche Sachen sind, wenn jemand etwas sich erspart hat lang. Also ich bin. Wenn man sich einen PC lang erspart hat und man alles durchgerechnet hat, man den Preis hat, und dann nur weil irgendwelche Leute jetzt auf die Idee kommen, man kann ja Bitcoin schürfen und damit Geld machen, das ist ja keine richtige Währung, ein Bitcoin. Ein Bitcoin ist nicht existent. Das ist wirklich die nächste Ebene von. Ach, ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass ich das furchtbar finde, dass nur weil dann irgendjemand drauf kommt, wir können jetzt Bitcoin schürfen gehen, deswegen werden dann
überall die Grafikkarten teurer, weil die Leute mit der Produktion nicht mehr nachkommen. Und ja, im Moment ist es so, dass viele Sachen der Produktion nicht mehr nachkommen, weil nun mal Corona in China echt fies gewütet hat. Und vieles, was bei uns ankommt, kommt aus dem asiatischen Raum. Aus China, aus Indien, aus Nepal, aus Hongkong. Ich habe nie in Geografie aufgepasst, fällt mir gerade auf. Taiwan, Aus Korea, Taiwan, aus Japan, eben aus dieser ganzen Korea. Korea. Das alles, da überall her. Und die haben es gerade nicht einfach. Da ist auch gerade bei Gott, also ich bin, oder aus Südkorea, Nordkorea, Korea, Korea, ich bin jetzt alle da. Was denn? Ich weiß ja nicht, wie viele Koreas gibt. Ich habe in Erdkunde nie aufgepasst. Tut mir leid. Ja, und ich finde es einfach scheiße. Ich finde es. Entschuldigt. Oma würde jetzt sagen, sag sowas nicht so unflätig. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und manchmal muss man es auch sagen dürfen. Und ich finde es doof, wenn nur wegen einem kleinen Prozent der Menschheit etwas für die größere Masse extrem teuer wird. Und kann mir so gut vorstellen, dass viele von denen, die jetzt gerade Bitcoin schürfen, nicht mal vor 5 Jahren nicht mal gedacht hätten, sie würden in den Computer überhaupt Geld investieren, weil es für sie damals noch der totale Blödfug war. Und jetzt plötzlich muss man da ganz viel Geld rein investieren. Hauptsache, man kann damit schön Geld machen. Immer schön die Cash-Cow melken, wie man so schön sagt. Und das finde ich einfach, ja, ich mag das nicht, den Gedanken. Und ich mag es auch nicht, wenn Sachen kommerzialisiert werden, die eigentlich für Leute umsonst sein sollten. Ich finde auch, dass die Mehrwertsteuer entschuldigt, dass ich das jetzt sage, aber ich finde es eine dreiste Sache, dass man auf Damenbinden, auf Binden Mehrwertsteuer zahlen muss. Ist ja nicht so, dass wir Frauen uns das ausgesucht hätten, dass wir die Periode haben. Ist jetzt auch nicht so, dass wir jeden Monat sagen, okay, jetzt aber richtig schön fett hier Periode, damit man hier die Binden, damit wir die Binden benutzen und so. Es ist ja keine freie Entscheidung, sondern es ist eine monatliche Sache, die immer wieder passiert. Und etwas, was ich daran auch noch sagen muss und was ich daran auch noch eine Sache finde, ich finde, dass wir uns eigentlich sollten Binden umsonst sein, weil wenn Frauen nicht ihre Periode bekommen würden, dann würde es keine Kinder geben. Und wenn es keine Kinder gibt, dann stirbt die Menschheit aus. Denkt mal so, ihr Politiker da draußen. Weil das ist ja wirklich, ihr könntet da wirklich ein bisschen Unterstützung rüberkommen lassen. Weil wer hat schon noch Lust, Kinder zu kriegen, wenn er sich schon einen halben Kredit aufnehmen muss wegen seiner Periode? Hat nicht noch mal Lust, einen zweiten Kredit aufzunehmen, um Kinder zu kriegen, oder? Es ist halt so. Ja, das ist jetzt übertrieben formuliert, aber wenn man sich mal überlegt, was das für ein Kostenpunkt ist, der auf dein ganzes Leben gerechnet ist, das ist schon krass. Und dann ist es natürlich auch noch immer die Frage, wie stark hat man es? Da kann es ja noch schlimmer werden, preislich. Naja. Naja. Nee, bin ich nicht, weil das Thema ist ja nicht, es geht ja nicht um die Festplatten, sondern mir geht es heute darum zu erzählen, dass ich es doof finde, dass Sachen so teuer werden, die aber eigentlich nicht so teuer werden sollten. Darum geht es mir. Ich finde es auch blöd, dass Sachen wie zum Beispiel. Ja, ich finde es auch blöd, dass wir zum Beispiel jetzt keine Zinsen mehr bekommen. Ja, ist ein weites Ding, aber es ist einfach unfair, dass wir auf der einen Seite immer noch den Banken vertrauen sollen, aber auf der anderen Seite bekommen wir nicht wie früher wird es, dass die mit unserem Geld arbeiten können, etwas zurück. Es ist oft so, dass man jetzt nichts mehr zurückbekommt. Und ich will doch einfach nur eine Grafikkarte. Was denn? Ich will nur eine richtig gute Grafikkarte haben, damit ich Sims spielen kann. Es ist doch eigentlich am Ende des Tages, darum geht's doch nur. Ja. Naja. Also ich habe das Gefühl zurzeit, dass alles Mögliche extrem vom Preis her gestiegen ist. Und es sind so Sachen, wo man vor ein paar Monaten nicht gedacht hätte, dass der Preis so steigt. Es sind Nudeln, es sind Binden, es sind Grafikkarten, es sind
Es ist Klopapier. Übrigens, mein Klopapier kostet tatsächlich inzwischen 1 Euro mehr. Deine Handschuhe zehnfacher. Ja, Handschuhe. Meine Mom hat die Woche Handschuhe für mich geholt, welche er immer nur mit Handschuhen abwaschen kann. Und früher war es so, dass ein Päckchen Handschuhe 7,99 gekostet hat. Jetzt zahlt sie 25. Also nicht sie, aber sie musste tatsächlich für die Handschuhe draufzahlen. Und früher war es so, dass man sich da sagen konnte, ich nehme eine Packung, also 2 Packungen Handschuh, einmal Flächendesinfektion, einmal Handdesinfektion und ja. Und gut, dann bleibt noch ein kleiner Rest, aber der ist schon in Ordnung. Heutzutage, jetzt gerade mit Corona und allem, da sagst du, ich nehme mal 2 Päckchen Handschuh. Ja, das war's. Und das ist einfach, es wird alles so arsche teuer. Wobei ich sagen muss, okay, jetzt als Gegenbeispiel meine Pfanne, die ich vor kurzem gekauft habe, die war echt arschig günstig. Das ist Fakt. Die war im Angebot. Weil manchmal ist jetzt gerade der beste Rat, man sucht sich etwas aus, guckt, wie lang, guckt sich's an und verfolgt die Preisentwicklung. Und wenn es dann wirklich mal an einem Preis ist, wo es günstig ist, sagt man jetzt schnapp ich zu. Man muss auf Sonderangebote gerade warten. Weißt du, was ich auch noch immer, was ich auch voll krass gerade finde, was dreist, also so preislich dreist ist. Vor ein paar Monaten hat uns unser Gesundheitsminister gesagt, er möchte, dass ab Juni, Mai, Juni für alle Bürger gratis Corona-Tests zur Verfügung stehen. Also ja, tun sie in den Testzentren, aber diese ganzen Heimtests, die sind ja so arschteuer. Also zum Beispiel, also, da gibt es Päckchen 4 Tests für 20 Euro, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay. Pro Päckchen, also 5 Euro, das ist schon heftig. Und ja, und dann wird es schwierig, weil man auf der einen Seite gibt es Sachen, die braucht man. Die braucht man wirklich. Wie zum Beispiel diese Schnelltests. Wenn du zum Beispiel jetzt zum Friseur willst, brauchst du einen Schnelltest. Aber zum Beispiel einige Friseure nehmen dann also so Selbsttests von zu Hause an. Andere Friseure sagen, du musst ins Testzentrum erst gehen. Weil alles andere dürfen wir nicht annehmen. Und ja. Ich finde es an sich, ich finde gerade die Welt, irgendwie finde ich, dass die Welt gerade viel zu viel und viel zu kompliziert geworden ist. Ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Und ich will immer noch nur eine Grafikkarte. Okay, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch da geht. Ja. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.